meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Weiter geht's mit unserem Mini-Album und ja, kommen wir schon zur nächsten Basisseite. Und da nehmen wir uns wieder eine mit dem ersten Layout, wo wir ja 4 Stück davon haben. Dieses Blatt nehmen wir uns und dann werden wir erst einmal, also unsere Klebelasche hier und dieses Teil werden wir nach hinten machen und unsere Tasche nach vorne. Okay, so soll das Ganze dann aussehen. So, fangen wir damit an und kleben uns erst einmal unsere Tasche hier an. Tasche gut ankleben. So. Und zu dieser Seite kleben wir uns auch schon mal an. Und zwar nur hier und hier. So. Somit wäre unser Basisteil sozusagen fertig. So, was machen wir hier? Wir haben hier eine Tasche und ich würde sagen, legen wir die mal kurz beiseite und nehmen uns mal ein neues Papier und falten uns das mal bei 1,3 cm. Machen wir uns einfach mal eine Klebelasche. Okay, so, mehr jetzt mal nicht und dann schauen wir mal. So. So. Okay, dann nehmen wir uns unsere Basisseite und das hier, unsere Klebelasche, die setzen wir uns hier oben an den Rand. So ein bisschen unten drunter, dass wir das gerade haben. Und dann markieren wir uns mal, wo wir abschneiden müssen. So, da. Und dann schauen wir uns an, wie groß wir das haben möchten. Und ich möchte eine Klappe haben. Und ich denke, ich mache sie bis an die Tasche. Ich zeige euch das jetzt mal. So, bis hierhin. Oh Mann, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. So, bis hierhin geht unsere Tasche, wo das violette Papier ist. Okay, ich hoffe, ihr seht das alles. Ein bisschen mehr. So. Okay, das heißt, bis hierhin geht unsere Tasche hier unten. Jetzt bleiben wir einen Millimeter davon entfernt. Oder auch zwei. Und machen uns eine kleine Markierung. Okay, da schneiden wir uns das ab. So, dann machen wir das mal.
dann auch zu dieser Seite, wo wir uns vorhin unsere Markierung gemacht haben für hier oben. So, schneiden wir das auch mal weg. So, und dann gucken wir mal, ob das okay ist oder ob wir noch ein bisschen was abschneiden müssen. Nein, ich finde das gut so. Okay, dann haben wir hier so eine Klappe. So, die kleben wir uns dann auch hier an. Schön hier oben an den Rand. Damit hätten wir eine Klappe nach oben und hier haben wir eine Tasche. Und da werden wir uns auch das genügt jetzt nicht. Nehmen wir das hier. Das falten wir in der Mitte. So. Und das können wir hier so reintun und schon haben wir einen Stopper, okay, der unsere Klappe nach unten lässt. So, dann drehen wir das Ganze um. Das heißt, fünfte Seite ist fertig. Und dann kommen wir hier zur siebten, wo wir ja schon eine kleine Tasche haben. Und hier werden wir erst einmal... Wir nehmen uns wieder ein A4-Blatt und machen uns wieder bei 1,3 cm eine Klebelasche, also eine Falzlinie oder einen halben Inch, egal. So, Entschuldigung. Ich glaube, ich muss gleich was mal ein Schlückchen trinken. Oh, was ist denn nur los? Okay, und dann schauen wir mal, wie machen wir das jetzt. Ich mache das mal, ich öffne das mal und da bleibe ich einen Millimeter von der Falzlinie entfernt, dass sich das noch gut biegen lässt. So, dann mache ich mir erst einmal hier unten, markiere ich mir, was ich abschneiden muss, was zu viel ist, ja. Und ich möchte hier eine Klappe haben, das heißt, so, hier ist meine Tasche, wo die aufhört. Ein bisschen drunter, so. Das lege ich mir jetzt hier so hin. Okay, das genügt. Und dann meine Tasche. Die hört genau da auf. Und dann bleibe ich dann ungefähr 1 bis 2 mm davon entfernt. Okay, mach mir eine kleine Markierung. Und da schneiden wir ab. So. Und dann auch noch hier das Stückchen. So.
das kleben wir uns dann hier rein. Aber bevor wir das einkleben, möchte ich hier noch etwas Bevor wir das ankleben werden, möchte ich hier noch irgendwie was haben. Mal gucken. Ich nehme mir mal hier einen von diesen Streifen. Ja, der passt jetzt genau. Und das. Die Breite wäre gut, aber an der Länge hapert es. Wie groß möchte ich dieses Teil haben? So, komm, wir gucken mal, wie lang ist das hier. Das hat 21 cm. Einen Augenblick bitte. So, weiter geht's im Programm. Den Tag danach. Ich kam einfach gestern nicht mehr zu arbeiten. Ich kam Besuch und es wurde etwas länger und danach keine Zeit mehr fürs Bastelzimmer. So, also für euch schadet das ja nichts. Ihr merkt das ja nicht. Es geht ja sofort weiter. Und da würde ich sagen, legen wir los. Ich wollte hier ja noch, das ist ja unsere Klappe, wo ich ja aufgehört habe. Und da wollte ich habe ja hier mit so einem Teil geguckt und habe ich gemerkt, dass das nicht lang genug ist. Okay. Und ich glaube, da waren wir beim Messen. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. ich glaube, wir waren beim Messen. Und was hatte ich gesagt? Ja, das sind 20,8 und ich glaube, ich mache überall, dann mache ich bei 22,8 schneide ich mir dann ein Teil weg, 22,8 und die Breite, denn diese Breite finde ich eigentlich gut. Ich glaube, ich mache die etwas breiter. 7 cm. Mal gucken. So. Ich würde sagen, dann schneiden wir uns mal ein Stück. So. Und dann nehme ich mir mal hier mein großes Schneidebrett. Und ich habe gesagt, bei 22,8. Wisst ihr was? Ich mache 23. Oh. So. 23 und in der Breite würde ich sagen, machen wir gut. Oder mache ich 8? Wisst ihr was? Ich mache mal 8 cm. Ich zeige euch warum. So. Machen wir das mal schön breit. So. Und dann schauen wir weiter. So. Warum jetzt das? Ganz einfach, dann können wir das nämlich umknicken und dann zu dieser Seite ankleben. Denn ich möchte hier gerne so ein Bellyband noch hier drauf haben. Wisst ihr, wo man sowas reinschieben kann, damit, ich zeige euch jetzt auch warum, wenn wir das hier, unsere Klappe hier ankleben und dann hier dieses Bellyband, dann können wir hier rein, dazwischen und was dann hier reingeht, damit das zubleibt, eine schöne große Fotomatte reintun. Das ist der Gedanke, okay? Also, die Idee,
Jetzt müssen wir das umsetzen. So, aber das ist mir zu einfach. Ich werde jetzt mal ein bisschen, ja, mal versuchen, hier irgendwas hinzubekommen und dann gucken, wie das Ganze aussieht. Und ob das mir so gefällt. Ich muss immer gucken. Ich weiß nie, wo ich das hinstecken muss. So. So, ich hoffe, ich war jetzt. Ach! Das wird man jetzt sehen, ne? Natürlich sieht man das. Nee, gefällt mir nicht. Neues Blatt. Seht ihr, ne? Ja, das sind halt die Sachen, was mich stört mit diesen Dinger hier. Ich weiß nie, wo ich anfangen muss. Ah. So. Patzer geschehen. So soll es auch sein. Ihr sollt sehen, wie es ist. Und dann passt hier noch nicht rein. Dann nehme ich die andere. Ihr habt hier wieder was zum Grinsen. Ich finde das ja toll, wenn ich euch ja hiermit auch ein bisschen amüsieren kann. Und dass ihr seht, ne, ich bin keine Professionelle. Mir geschehen Fehler. Kleine Patzer. Keiner ist perfekt. Und ehrlich gesagt, möchte ich das auch nicht. Ich möchte nicht perfekt sein. Meine Werke schon, aber ich, nö. Muss ich nicht haben. So, jetzt das Ganze nochmal und jetzt richtig. Ich könnte ja auch in der Mitte anfangen, ne? Das wäre vielleicht... Nee, ich fange hier an, denn sonst komme ich wieder. Ja, eigentlich ist es ja da gemalt, ne? Ich bin ja auch ein Dovi. Eigentlich müsste das ja dann... So, es muss immer ein halben drin sein, ne? Ja, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Schon wieder einen vergessen. Das gibt's doch wohl jetzt nicht. Ne? Ach, ehrlich. Ist wohl nicht mein Tag für Stanze heute. Was gibt's doch nicht. Nee, das ist nicht schön. Also mache ich noch eins. Wisst ihr was? Ich schneide das jetzt einfach weg. Dann wird es kurz. Schmaler. Oh nee, das gibt es doch wohl jetzt nicht. Ne? Vorführeffekt. Es geht nichts. So, da machen wir jetzt 7. Genügt das mit 7? Na, da machen wir 7,5. Nee, 6,5. Ich glaube, dann wird es mir aber trotzdem zu schmal. Schlimm, 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 schlimm. Aber ne, was soll's. So, das bin ich halt. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt fange ich in der Mitte an. Jetzt habe ich genug. So. Ich muss nicht wieder gucken. Ach Mann, ich hasse dieses Ding. Bin ich... Oh Mann. Bitte, bitte, jetzt richtig. Ja. Das ist so schwer, da gerade zu bleiben. Warum eigentlich? Es ist ja kein schweres... keine Ahnung. Läuft heute wohl nicht so, wie es soll. Geht ja schon gut los. Ne? So.
Es geht ja schon gut los. So, hier rein. So, dann bin ich richtig. Uff. Puh, so. Jetzt schauen wir mal, ob das mir jetzt noch in der Breite genügt. Ja, ist okay. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Also jetzt keinen Patzer, sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Ach ja, schön, dass man über seine eigenen Fehler lachen kann. Ne? Ach, sehr amüsant. Ist ein amüsantes Video heute. Macht euch auf viele Lacher gefasst. Das soll es ja auch sein. Ne? Es soll ja auch Spaß machen. Und da kann man ruhig mal ein bisschen lachen dazwischen. Aber auch konzentriert sein, denn sonst geschehen Fehler. Ja. So, wie ihr seht, ne, ich habe ein bisschen... Ah, der sieht super aus, ne? Er hakert es noch ein bisschen, aber das, glaube ich, sieht man später nicht. Ah, ja. So. Doch, das ist eigentlich breit genug. Was meint ihr? Legen wir mal was Farbiges unten drunter, um mal zu gucken, wie das aussehen kann. Ich denke, das ist okay. Gefällt mir ganz gut. Okay. Dann machen wir das mal. Also, das wird ja dann nicht... Welche Seite ist jetzt schöner? So. Legen wir uns das mal so hier hin und drehen uns das mal um. So, dann schauen wir, dass wir das jetzt hier einfach mal umknicken. Lasst euch aber ein bisschen spielen, ne? Sehr, 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 sehr schön. So, was ich jetzt tun werde, das ist, dass ich nur eine Seite ankleben werde. So, ich lege mir das mal hier hin, denn ich möchte das auch wirklich gerade haben. So, so ist richtig. Also, was ich jetzt tun werde, ist, ich klebe nur eine Seite an. Warum? Ich muss ja noch Designerpapier unten drunter bekommen und deshalb klebe ich es nur an einer Seite an, bis ich mein Designerpapier ausgesucht habe, ein Teil da drauf geklebt habe und dann wird das untere Teil angeklebt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ne?
Also ich hoffe es wenigstens mal. So. Ich könnte da auch noch so ein Stück schon. So, Kleber dazu und auch ein Stückchen hier. Das muss man nicht, ne? Ich mache das nur, weil ich jetzt Lust dazu habe. So. Und hier werde ich es nicht ankleben, dass ich hier noch mein Designerpapier anbringen kann. Aber vorerst mal wäre das mal gut. So. So. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich mir hier noch was drauf? Noch eine kleine Tasche? Oder lasse ich es so? Ich denke, ich werde es mal so lassen und dann schauen wir mal. Wir könnten da auch nur ein schönes Designerpapier rauf tun. Ich glaube, das genügt. Und dann eine richtig schöne große Fotomatte. Ja, nee, komm, machen wir das mal so. Sonst wird es vielleicht trotzdem ein bisschen zu viel. So, jetzt werden wir uns hier unsere Klappe hier, die werden wir uns jetzt anbringen. Jetzt können wir, das Bellyband sitzt ja einigermaßen auf seinem richtigen Platz. Und dann können wir das Ganze hier. Bleibt ein bisschen von eurer Falzlinie entfernt. Na, damit das sich noch ordentlich zumachen lässt. So, super. Gerade. Sehr schön. So. Okay, das kümmern wir uns dann im Nachhinein. Ne? Zuerst kommt hier Designerpapier drauf, dann kleben wir das hier an und dann kommt hier auch unser Designerpapier und keiner sieht das mal. Ne? Mehr, dass das da so angebracht worden ist. So, ich habe ja jetzt noch dieses Teil hier. Ich glaube, das ist aber jetzt, aber um euch zu zeigen, ne? Das können wir dann hier durchschieben und dann schön hier in die Tasche und schon bleibt das zu. Ja? Finde ich eine klasse Idee. Ich mache das jetzt mal nur, damit das zu bleibt, aber da werden wir uns eine schöne große Fotomatte machen und dann kommt die da rein, um das hier zu stoppen. So. Aber erst einmal einfach nur ein Stückchen Papier, um zu zeigen, wie das Ganze dann aussehen kann. Natürlich im Blanko-Style. Okay? So, die Seiten haben wir fertig. Das war 5 und 6, glaube ich. Ne? Ja, also die dritte Basisseite. Und dann geht es auch weiter mit der nächsten. Und wir nehmen uns wieder eine mit dem ersten Layout. Und da werde ich erst einmal hier unsere Klappe genauso wie bei diesem hier, kommt sie vorne hin. Okay? Also da muss eure Klebelasche zu dieser Seite sein. Okay? Mit der fangen wir an. Wir werden uns hier unsere Tasche ankleben und dann das zu dieser Seite. Und das kleben wir uns auch an. Okay? So, aber erst fangen wir hier mal mit der Tasche an. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, wie ihr seht, hier habe ich keine Klebelaschen.
Macht aber nichts. Ihr habt alle Klebelösche. Ich habe keine. So, bei diesem hier habe ich keine. Ich hatte ja eins verschnitten im letzten Video. Also eins, ne, war ja nicht gerade. Und das hier ist noch so ein, wie soll ich sagen, ein Try-out, würde ich mal sagen. Wo ich ausprobiert habe, ob irgend sowas funktionieren möchte. Und deshalb hat das jetzt keine Löschen. Habe ich gedacht, na, anstatt nochmal ein Papier zu verschwenden, du hast da noch eins, dann nimm einfach das. Eine Tasche kriegt man ja auch so angebracht. Ne? Also absolut kein Ding. So, haben wir unsere Tasche. Und ich würde sagen, wir machen das gleiche wie bei der Seite davor und hier auch noch so eine Klappe. Dann nehmen wir uns mal ein Stück Papier. Ich habe ja jetzt so viele versaut, habe ich nicht noch eins, was ich nehmen kann. Hier ist noch eins. Also ich schneide mir das mal. Ich habe so viele hier, wo ich, was ihr alles nicht mitbekommen habt, wo ich mich geirrt habe. Und ich nutze jetzt einfach diese Blätter und mache da was draus. Es bringt ja nichts, es da liegen zu lassen und in den Müll zu schmeißen. Also, und werde ich hier erst einmal gucken, wie groß und wie, wo, was. Einfach mal gucken. Also in der Breite würde das ja mal, wäre das okay. Und machen wir das ein bisschen kürzer. Ja, finde ich eigentlich ganz okay. Man könnte es natürlich auch so machen. Einen, der so da reingeht. Nee, ich fange nicht schon wieder an. So, aber ich habe hier noch ein paar Sachen abzuschneiden. Wie ihr seht, da sind Löcher dran. Jetzt schneiden wir uns das mal ordentlicher hier. So, und dann hier schneiden wir uns das auch noch. Etwas sauberer ab. So. Und dann schauen wir mal. Das ist ganz okay. Das ist sehr gut sogar. Also, wir brauchen ein Stück Papier von, schauen wir mal, das hat 15,5 cm und ist 11,4 cm breit. Und das falzen wir uns bei 1,3 cm. So, wo habe ich mein Falzdings? Ach ja. So, ja, bei 1,3, ne? Oder einen halben Inch oder ein Zentimeter, so wie ihr am besten weiterkommt. Und das kleben wir uns hier oben dran. Dann haben wir hier ein bisschen mehr, das ist gar kein Problem, sieht auch toll aus, sieht ein bisschen anders aus als die Seite davor. Aber das macht nichts. So. Und dann kleben wir uns das hier oben schön an den Rand. So, diesmal ohne Patzer bitte. Ja, aber das muss sein. Ein Video ohne Patzer ist kein Video. Ist kein gutes Video.
wenn man überall alles aus... Also, ja, jeder macht ja, wie er will, ne? Die einen möchten das professionell haben und dann darf einem kein Patzer geschehen. Aber das verwirrt die Leute. Da sagt man, wenn man dann was nachbastelt oder so, dann denkt man, man wäre doof oder hier oder da. Nee. Man soll ruhig zeigen, auch die Professionellen, dass einem Fehler geschehen können. Ich finde das menschlich und es ist so, denn, wie ich schon gesagt habe, keiner ist perfekt. Perfectly unperfect. Ne? So. Das wäre ja unsere siebte. Ne? Siebte Seite. Da kommt natürlich wieder Fotomatten und rein. Schauen wir nachher, was wir da reinstecken werden. Und dann kommen wir hier zu diesem Teil. Das kleben wir erstmal an. Das klebt und ich denke, hier machen wir sowas wie hier, denn das gefiel mir eigentlich ganz gut. Was meint ihr? Ja, ich denke, wir machen das auch. Das war eine tolle Sache, hat mir wirklich gut gefallen und ich glaube, wir machen das nochmal. So, dann nehmen wir uns mal ein A4 und zuerst schneiden wir uns das mal auf die richtige Größe. So, eine Markierung und dann schneiden wir uns das mal auf die richtige Größe. Weg. Und dann machen wir mal eine Falzlinie und zwar bei 1,3 cm oder halt einen halben Inch, damit wir schon mal eine Klebelasche haben. Nehmen wir uns hier unser Teil. Jetzt machen wir genau das gleiche. Moment. So. Wie bei der ersten Seite. Wir legen uns das hier an unsere Falzlinie. Ich mache mal wieder ein dieses violette Teil hier drin. So, da ist meine Tasche. Und oh, nicht einen, der schon besser ist. So, der ist besser. Ich muss mal meine Bleistifte spitzen. Und da bleiben wir einen guten Millimeter von unserer Tasche entfernt und machen uns eine Markierung. Und da, nein, wir schneiden nicht, wir falzen an unserer Markierung, okay?
Okay, und dann kürzen wir uns das Ganze, was hatte ich gesagt, bei 10,5, kann das sein? Ich glaube, ne? Es waren 10,5 cm. Ich guck mal kurz auf die Notizen, ja. 10,5 cm, wo wir uns das dann abschneiden. Wir machen das Ganze mal so. Nee, so nicht. Ich mache mir lieber mal einen Strich. Einen kleinen Punkt. Denn, ja, ich traue meinen Augen heute nicht so. 10,5. So. Ja, so ist recht. So. Schnipsel weg. Und dann, hier passt es rein. Super. So, dann haben wir ne, das hier. So, das kleben wir uns dann jetzt hier an. Aufgepasst natürlich, damit sich das hier noch gut faltet. Und passt hier super rein. Diesmal bin ich gerade. Sehr schön. So, dann hätten wir das. Ups. Und dann brauchen wir hier natürlich wieder einen Stopper. Ich nehme jetzt einfach mal ein Stückchen. Das wird natürlich alles im Nachhinein richtig gemacht. Es geht jetzt nur darum, ne, was zu haben, dass das, da könnte man so. Was haben wir hier? Nein, 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 das sind die richtigen. Hatte ich schon. Da kann man auch mehr reinstecken. Ne? Einfach mal so, ne? Damit das zu ist. Und dann halt auch dieser Seite machen wir das auch noch. So, einfach mal so ein Teil. Oder wir können auch sowas machen. So, einfach nur um. Ne? Es kommen Stopper, damit die Seiten schön flach liegen bleiben. So, damit wäre die Seite auch fertig. Wow, heute sind wir aber schnell. Okay, was machen wir? Ich denke, wir machen, gucken, vielleicht bekommen wir sie alle heute. Haben ja noch ein bisschen Zeit. So, ich möchte nicht zu weit über eine Stunde ausgehen. Und jetzt nehmen wir uns das Layout mit, das zweite Layout, ne? Was wir schon einmal haben gehabt haben, ne? Das nach hinten, die Klebelasche nach hinten und die beiden nach vorne. Hier hatten wir oben ein bisschen
noch eine Falzlinie gemacht und das machen wir jetzt nochmal von, was war es, 4 mm und die werden wir uns noch eine machen, denn man hat einfach mehr Platz später für seine Fotos. So, okay, einmal zu dieser Seite und dann auch einmal. Dieser Seite. So, dann brauchen wir daran nicht mehr zu denken, das ist gemacht. Okay. So. So, das hätten wir. Und ja, hier werde ich mir auch wieder die Ecken abrunden. Das machen wir auch sofort. So. Und ja, hier. Wie gesagt, das wird die ganz genau die gleiche Seite werden wie die zweite. Das heißt, das hier, das wird nur angeklebt, dann bleibt das so. Und hier kommen zwei Klappen. Das heißt, wenn ihr es noch wisst, wir nehmen uns ein neues A4-Blatt. Wir falzen bei 1,3 cm auf beiden Seiten. Wir knicken das in der Mitte, schneiden es in der Mitte durch, schneiden es uns auf die richtige Größe von der Seite und. Ne? Ja. Ich glaube, ihr kennt das Verfahren jetzt so langsam. Ne? Es ist ja ziemlich immer das Gleiche. Also ich lege mir das jetzt hier hin. Das soll ja zwischen die Falzlinien passen. So, bleiben Millimeter von der Falzlinie entfernt. Dann schneide ich mir das mal ab. So. Und dann einmal in der Mitte gefaltet. Dann haben wir unsere Mitte und dann schneiden wir die durch. Schon haben wir unsere zwei Löschen, Klappen, Entschuldigung. Und die eine, die kleben wir zu dieser Seite, genau an den Rand, und diese zu dieser Seite. Okay? Wirklich sehr, sehr leicht. Siehst, es bleibt ein Basic-Album mit ganz leichten Seiten und ja,
Das steht, dass sich daran traut. Ne? Ein ganz leichtes Album. Was später, also im Nachhinein, nicht aussieht, wie wenn es von Anfänger gemacht wäre. So, ich versichere euch aber, es wird nicht nur bei leichten Alben bleiben. Ne? ja, es bleibt nicht nur bei leichten Alben. Es kommen auch wieder, wo ein bisschen mehr knifflig sind. Und normalerweise, wenn ihr mir Schritt für Schritt, wenn ihr mich Schritt für Schritt verfolgt, kann auch einer, der noch nie sowas gemacht hat, aber die Materialien alle zu Hause hat, ruhig probieren und genau mit mir das Gleiche macht, dann gelingt es auch. So habe ich auch gelernt, Alben zu machen. Durch ja, YouTuber, die Schritt für Schritt ihre Sachen zeigen, einen mitnehmen, denen auch Patzer geschehen und es zeigen, vielleicht nicht alle, aber so ab und an mal einen. Und ist so, wie man lernt. Ja? Schritt für Schritt. Man muss vielleicht das Video x-mal gucken. Oder stoppen und dann wieder mal nach vorne und dann wieder ein bisschen zurück. Ist halt so. Aber man hat später ein super tolles Album. Und ja. Also mir geht das auch so. Ne? Wenn ich von irgendjemandem mal ein Album nachmachen möchte, das schaue ich mir auch x-mal an. Und ja, wenn man bis die Schritte weiß, dann weiß man, ach ja, das ist das und das ist das, dann weiß man es. Dann passt man auch nicht mehr so auf, aber ansonsten traut euch. Also mich freut es, wenn ich ein paar Albenbastler bekomme, aus euch bekomme. So, damit wäre das. Hier kommt wieder. Machen wir uns nachher dran mit einer schönen Schleife. Das kommt ja erst beim Dekorieren. Und somit wäre das hier schon wieder geschafft. Und dann kommen wir zu dieser Seite hier. Und ja, da lassen wir nur eine Tasche. So. Und die kleben wir uns fest. Ich mach das mal auf, dann geht das besser. So, somit wäre diese Seite auch geschafft. Okay, also haben wir hier eine Tasche und das hier. So, und wisst ihr was? Jetzt machen wir auch noch die letzte. So. Da machen wir jetzt auch noch die letzte und ich glaube ja, die habe ich mir schon angeklebt, weil ich was ausprobieren wollte. Und also das ist eure letzte Seite, die euch übrig bleibt. Sie ist ja hier eine Tasche, die klebt ihr euch an und zu dieser Seite eure Klebelasche. Warum? Weil alle Seiten im Album werden so eingeklebt. Außer diese, die kleben wir so ein. Das werdet ihr später merken, wenn wir bis zum Cover kommen. Also die wird so eingeklebt. Okay? Deshalb die Lasche hierhin. Und dann hier die kleine Tasche und hier haben wir die normale Tasche. Okay?
Die wird auch so bleiben. Da bleibt einfach nur eine Tasche. Das heißt, das könnt ihr euch ankleben, seid ihr fertig. Hier klebt ihr euch an. Und hier machen wir uns mal noch eine Klappe. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo ein Stück Papier habe, was ich nehmen kann. Moment einmal, ich muss mal ein bisschen hier mir ein paar Sachen hier wegschneiden. Und dann schauen wir mal, was wir mit einem Stück Restepapier da noch machen können. Und ob das in der Länge genügt, das muss ich jetzt gucken. Schauen wir mal. So. Ja, ein Stückchen muss ich hier abschneiden. So, ich gebe euch die Maßen. Moment. Ich schneide mir das ganz genau noch ab, wie es sein muss. Und dann sage ich euch, wie, wo und was. Okay, das passt super rein. Sehr schön. Okay, also wir brauchen erstmal ein Stück Papier in der Länge von 20,7. Ja, 20,7. Ne? Damit es hier auf, das könnt ihr euch ja gut messen, ne? Einfach schön die Größe von eurem, von eurer Basisseite. Und es kann ja, A4-Papier kann ja variieren. Und deshalb messt euch das aus und dann habt ihr mal ein Stück in der Länge. Okay, was machen wir hier? Ich möchte nicht, dass das hier überlappt. Deshalb machen wir wie immer. Ich nehme mir hier mal wieder mein violettes Papier hier. So. Bis hierhin geht meine Tasche. Und dann bleibe ich 1 bis 2 mm von diesem Teil entfernt. Und da schneiden wir uns das ab. Okay. Ach, Moment. Nee. Oh, Entschuldigung. Nee. Nix machen. Ich habe nämlich was vergessen. Was habe ich vergessen? Wer kann es mir sagen? Der Erste gewinnt. Nee, Spaß beiseite. Ich habe meine Klebelasche vergessen. So, die müssen wir zuerst machen. 1,3 cm oder einen halben Inch. So, und dann erst messen. Das können wir dir überhaupt nicht ankleben. Schlimm. Ich scherze, Mädels, ich scherze. Ja, ich sage immer Mädels. Ich weiß nicht, sind vielleicht auch Männer dabei, die zugucken. Keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Ob da auch Männer zugucken. Dann kann ich nicht immer Mädels sein. So, auf jeden Fall. Da hört unsere Tasche auf. Und dann, wie ich gesagt habe, einen guten Millimeter bis 2 mm bleiben wir von der Tasche entfernt und da schneiden wir. Jetzt dürfen wir schneiden.
Jetzt dürfen wir. So. Super, die kleben wir uns hier rein. Toll. Sehr schön. Komm schon, hopp. Geh nicht immer zu. Ja, jetzt wird das Wetter besser, ne? Also, ich musste sowas von lachen. Jetzt in 2 Tagen hatten wir, gut gesagt, 3 Jahreszeiten. Wir hatten von Frühling, dann kam Winter. Und dann Herbst. Also ehrlich, es war sehr witzig. Wir hatten vorgestern, Mann, hat das hier geschneit. Ne? Da waren, das fand ich am witzigsten, morgens um 6 Uhr war -1 Grad hier und es fing an zu schneien. Und es schneite und es schneite und es schneite. Es war wirklich, boah, ich habe gedacht, oh wow, wenn das so weitergeht. Dann haben wir am Mittag, keine Ahnung, 10 cm Schnee. Ne? Also es hörte nicht auf. Bis gut 10 Uhr. Dann wurde es wärmer und es fing an zu regnen. Es regnete in Strömen. Und um 12 Uhr, als ich meinen Sohn von der Schule abholte, habe ich auf Thermometer geguckt, da hatten wir 11 Grad. Von -1 morgens nach ein paar Stunden 11. Es war, boah, was ist denn hier los, ne? Ja, ich habe mir gedacht, oh, machst mal den Schnee, machst den mal weg. Boah, nee, es regnet, du brauchst nicht, den Schnee wegzumachen. Aber Wahnsinn. Und dann am, ja, Regen, 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 Regen. Ja, so richtiges Herbstwetter, ne? Aber ja, morgens die für die in der Schule, die Kinder, die freuten sich. Ja, es schneit, ja, ja, ja. Als sie mittags aus der Schule kamen, da waren die Gesichter so, boah, es schneit nicht mehr. Ja. Ich muss ja immer lachen. Aber wenn, oh, Mama, der Schnee ist nicht mehr da. Ich sag, ja, dann warst du nicht brav in der Schule. Dann ist der... Ist der Schnee nicht mehr da? Oma hat ja da ein Gesicht gemacht. Ja, denn Ben liebt den Schnee. Er ist nicht wie ich. Er mag den Schnee. So, das ist natürlich jetzt viel zu groß, aber ist nur, um was da reinzustecken, damit das halt zu bleibt. Okay, und dann zu dieser Seite haben wir dann eine Tasche. So, Mädels und Jungs, wenn Jungs dabei sind, keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Also, wenn da Jungs dabei sind, dann meldet euch mal. Das würde mich ja, freuen, wenn dann auch mal ein Mann dazu kommt. So. Unsere Seiten wären dann soweit fertig. So, jetzt muss ich die noch richtig drehen. Und ja, ich würde dann sagen, für heute genügt's. Und unsere Seiten sind fertig. Das heißt, nächstes Video machen wir uns ans Cover. Blanko-Cover und dann schauen wir... Na, ich werde euch zeigen, wie wir das hier in unser Album einkleben werden. Und dann würde ich sagen, wäre Tutorial fertig. Das heißt, es werden 3 Teile Tutorial werden. Und dann, die Serie geht aber weiter. Danach kommt dann das Dekorieren. Das heißt, für diejenigen, die das Dekorieren nicht interessiert, die nur die Anleitung haben, die haben 3 Teile. Alle anderen haben mehrere Teile, um zu sehen, welches Designerpapier ich nutzen werde.
Da werdet ihr auch noch staunen. Und ja, aber so im großen Ganzen war es das für den Seitenaufbau. Dann kommt, ja, nächstes Video Cover. Und wie man die Seiten in, ja, halt in das Cover klebt. Und dann würde ich sagen, ja, dann wäre Anleitung, Tutorial fertig. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, war wieder ein bisschen witzig. Also ich fand es auf jeden Fall witzig. Und ja, dann würde ich sagen, wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund, vor allem kreativ. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!